Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Vortrag über die Herausforderungen und Lösungsansätze beim monolithischen Beton-3D-Druck. Wenn wir über den Betondruck reden, dann sprechen wir nicht von einem neuen Bauverfahren, sondern von verschiedenen Verfahren, die nach mehreren Merkmalen unterschieden werden können. Ein Unterscheidungskriterium ist der Wandaufbau. Hier gibt es den Konturendruck und den monolithischen Druck. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind der verwendete Baustoff, die Technologie der Materialausbringung und die Frage, ob Fertigteile in einem Werk unter industriellen Bedingungen gefertigt werden oder ob der Druck von fertigen Strukturen auf der Baustelle erfolgen soll. An der TU Dresden ist das Konzept Conprint 3D entstanden mit den wesentlichen Merkmalen vollwandiger, also monolithischer Druck, Verwendung von mehr oder weniger normalem Transportbeton, Materialausbringung durch Extrusion. Und das Ganze soll auf der Baustelle passieren, idealerweise mit einer Autobetonpumpe. Das Konzept ist nicht neu. Wir haben schon 2016 dafür den Bauma Innovationspreis bekommen. Und in diesem Jahr konnte auf der Bauma 2022 die erste prototypische Umsetzung bewundert werden, realisiert und gezeigt von der Firma Putzmeister. Was unterscheidet den monolithischen Druck vom Konturendruck? Beim Konturendruck wird im Grunde eine Schalung gedruckt und der dazwischenliegende Hohlraum wird dann mehr oder weniger konventionell ausgefüllt, sei es mit Dämmung oder mit Bewährungselementen und Ortbeton. Beim monolithischen oder wie gesagt vollwandigen Betondruck werden in einem Strang massive tragende Wandquerschnitte gedruckt. Damit geht kein Material verloren und der Wandquerschnitt kann an die jeweilige Belastungssituation angepasst werden. Die entscheidenden Vorteile des monolithischen Betondrucks sind im größeren Druckquerschnitt begründet. Dadurch kann zum einen nahezu handelsüblicher Transportbeton mit einer Körnung von bis zu 16 mm genutzt werden, was natürlich bei einem Druckquerschnitt von beispielsweise 20 x 20 mm nicht möglich wäre. Außerdem ist der Durchsatz um ein Vielfaches höher, was wir hier in dem Diagramm für typische Querschnitte von Konturendruck und monolithischem Druck sehen können. Bei gleicher Geschwindigkeit ist das pro Stunde gedruckte Volumen beim Vollwanddruck um den Faktor 10 bis 20 größer als beim Konturendruck. Ja, und das fließt natürlich direkt ein in die Bauzeit und in die Arbeitsstunden von Personal und Maschine. Die Grenzen des monolithischen Drucks liegen unter anderem in der Flexibilität der Formgebung. Da ist der Konturendruck variabler. Heißt aber gleichzeitig auch, dass der Vollwanddruck damit deutlich näher an den heute üblichen Baukonstruktionen und vor allem an den geltenden Bauvorschriften ist. Ja, wo liegen nun die wesentlichen Herausforderungen bei der Markteinführung des Beton-3D-Drucks? Warum sind gedruckte Häuser immer noch Exoten? Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Die Zulassungsverfahren sind aufwendig, da es bisher keine allgemeinen Bauzulassungen gibt. Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, liegt es zwar klar auf der Hand, dass das Verfahren einen erheblichen Anteil zur Produktivitätssteigerung und Kostenreduzierung beitragen kann, aber in der Praxis nachgewiesen ist das bisher nicht. Das kann eigentlich auch gar nicht sein, denn wir sind ja noch mitten in der Entwicklung einer neuen Technologie und als solche ist sie natürlich gekennzeichnet durch Prototypen, durch teilmanuelle Lösungen, durch instabile Prozesse, niedrige Auslastung und auch fehlenden Wettbewerb, beispielsweise auf der Baustoffseite. Optimierte, effiziente Wertschöpfungsketten sehen anders aus. Die ökologische Nachhaltigkeit ist beim Drucken von Beton genauso problematisch wie beim konventionellen Betonbau. Wir sparen zwar die Schalung und wir verbrauchen vielleicht etwas weniger Material, aber Beton, zementgebundener Beton, ist es in der Regel eben immer noch. Hier müssen zwingend auf der Materialseite neue Lösungen gefunden werden. Einige Ansätze und erste Versuche gibt es, aber bis zur breiten Anwendung ist doch noch ein recht langer Weg. Gerade beim monolithischen Betonbau schwer zu lösen sind die Themen Bewährungsintegration, Wärmedämmung, Prozessstabilität, Baustellensicherheit. Und auch der automatisierte Datenfluss vom BIM-Modell bis hin zur Maschinensteuerung. Auf einige dieser Punkte gehe ich gleich noch separat ein. Das sind die Gründe, warum der Betondruck in der Bau- oder der Konturendruck in der Baupraxis bisher vorherrschend ist. Er ist einfacher umsetzbar. Dementsprechend konzentrieren sich auch die meisten Unternehmen bisher auf den Konturendruck. Meine feste Überzeugung ist aber, dass der monolithische Druck hier aufholen wird, weil die klaren Vorteile hinsichtlich Bauzeit und Materialkosten
einfach nicht zu ignorieren sind. Am Ende des Tages werden aber sicher beide Verfahren ihre Anwendung finden. Es wird auch in Zukunft nicht das eine Druckverfahren geben. Ja, ich hatte gesagt, dass ich auf einige besondere Herausforderungen beim monolithischen Betondruck noch eingehen will. Die erste Herausforderung ist die Integration der Bewehrung. Solange wir nur Beton ohne Bewehrung drucken, sind wir begrenzt auf Gebäude mit ungefähr 3 Stockwerken. Um das volle Potenzial des Betondrucks nutzen zu können, brauchen wir die Bewehrungsintegration. Für die Bewehrung gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Denkbar sind Fasern oder Gewebe aus Textil oder Carbon. Wir beschäftigen uns aber an der TU Dresden gerade in einem Projekt mit der Frage, wie denn Stahlbewehrungen in Verbindung mit dem Betondruck gebracht werden können. Wir untersuchen dabei 3 Konzepte, die hier dargestellt sind. In der ersten Variante wird zunächst mal eine Kernwand schichtweise gedruckt. Dabei werden Querstäbe automatisch eingelegt. Auf diese Querstäbe wird anschließend, zunächst noch manuell, eine Bewehrungsmatte seitlich angehängt. Und diese Bewehrungsmatte wird dann von der Seite her überdruckt. In der zweiten Variante werden Bewehrungskäfige konventionell hergestellt und platziert und anschließend wird von beiden Seiten mit Beton überdruckt. Und zwar so, dass der Beton durch den Käfig hindurch fließt und so eben auch der innere Bereich ausgefüllt ist. Variante 3 ist die bevorzugte, aber auch am schwierigsten umzusetzende Lösung. Das ist nämlich die vollautomatische synchrone Herstellung von Beton und Bewehrungsstruktur. Und dabei werden während des Betondruckprozesses einzelne Bewehrungsstäbe automatisch platziert, miteinander zu einer Matte verschweißt und dann mit der nächsten Schicht überdruckt. Für diesen Ansatz der synchronen Bewehrungsherstellung bauen wir gerade einen Prototypen auf. Und wie man an der Grafik in der Mitte erahnen kann, ist das maschinentechnisch schon ein recht komplexes Gebilde, was da an den Druckkopf gekoppelt wird. Rechts im Bild sehen wir einen Ausschnitt aus dem Prototypen. Wir sehen hier die Schweißeinheit, mit der eine Kreuzverbindung von horizontalen und vertikalen Bewehrungsstab während des Druckprozesses hergestellt werden soll. Neben der Maschinenentwicklung beschäftigen wir uns in diesem Projekt auch mit Fragen der Kraftübertragung. Einerseits der Kraftübertragung zwischen den verschweißten Bewehrungsstäben, aber natürlich auch mit der Kraftübertragung zwischen Beton und Bewehrung. Und dafür ist es ganz wesentlich, eine gute Umschließung des Bewehrungsstabes mit dem Beton zu erreichen, was nicht ganz einfach ist. Zu diesem Thema wird es demnächst auch eine Veröffentlichung der Ergebnisse geben. Die zweite Herausforderung ist der automatisierte Datenfluss vom digitalen Gebäudemodell über verschiedene Verarbeitungsschritte bis zur Maschinensteuerung. In der digitalen Planung bringen erstmal alle Beteiligten ihre Informationen zum Gebäude ein, mindestens mal das Geometriemodell. Und über verschiedene denkbare Schnittstellen werden dann die Daten zu einem Kernelement des Prozesses übertragen, nämlich dem Slicer. Dieser Slicer überführt die Geometriedaten in Druckabschnitte und einzelne schichtweise druckbare Schichten. Das klingt relativ einfach, ist es aber gar nicht, weil beim Slicing nämlich das Druckverfahren, die technischen Möglichkeiten des Druckers und auch die Materialeigenschaften berücksichtigt werden müssen. Letztlich müssen dann die Daten, die aus diesem Slicer kommen, auch noch übersetzt werden in Steuerungsbefehle für die Robotik, also für den eigentlichen Drucker. Und weil beim Betondruck auf der Baustelle auch nicht jede Situation und alle Randbedingungen exakt vorhersehbar sind, müssen während des Druckprozesses über zahlreiche Sensoren Informationen erfasst und damit Regelkreise angesteuert werden. Um diese ganze Prozesskette umzusetzen, braucht es auf der einen Seite Softwareentwickler, die eher von der BIM-Seite kommen. Es braucht aber gleichzeitig auch Automatisierungsexperten, also Leute, die sich mit Maschinensteuerung, Sensorik und vor allem mit Sicherheitstechnik auseinandersetzen und auskennen. Und diese beiden Seiten überschneiden und treffen sich dann im Bereich Slicing. Das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen den beiden Welten. Auch bei den Maschinensystemen, von der Mischtechnik über die Großraumrobotik bis zum Druckkopf, gibt es natürlich noch eine ganze Menge weitere Herausforderungen. Neben der Suche nach technischen Lösungen geht es am Ende immer auch um die Frage, wie unter Baustellenbedingungen ein stabiler Druckprozess erreicht werden kann, der die Qualitätsanforderungen erfüllt. Wir haben es da mit vielfältigen Randbedingungen und vor allem mit nicht konstanten Parametern zu tun.
von den Materialeigenschaften über die Umgebungsbedingungen bis hin zum dynamischen Verhalten der Maschinensysteme. Wenn wir unter diesen Einflüssen ein konstantes Druckergebnis erreichen wollen, geht das nur mit geschlossenen Regelkreisen. Das heißt, wir müssen im Druckprozess Istwerte aufnehmen, wir müssen die mit Sollwerten vergleichen und müssen die Prozessparameter korrigieren, um minimale Abweichungen vom gewünschten Ergebnis zu erreichen. Um baustellentaugliche Systeme bereitzustellen, muss man natürlich auch noch sehr viel testen, sowohl an einzelnen Komponenten als auch mit dem Gesamtsystem, zunächst im Labor, aber letztlich natürlich auch unter Realbedingungen. Nur so kann man Probleme wie Verschleiß, Einfluss von Störgrößen oder schwankenden Umgebungsbedingungen erkennen. Und zu diesen Themen kommen jetzt drei kurze Beispiele aus unserer aktuellen Arbeit. Für den Materialtransport im Druckkopf nutzen wir einen Extruder, der ursprünglich für die Förderung von Keramik entwickelt wurde. Bei feinkörnigem Material hat dieser Extruder auch bestens funktioniert. Allerdings bei Wechsel auf 8 mm und später 16 mm Größtkorn gab es dann eben doch funktionale Probleme in der Form von Kornverklemmungen, sodass also kein kontinuierlicher Druckbetrieb mehr möglich war. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller, der ECT Kema GmbH, haben wir daraufhin unterschiedliche Statorwerkstoffe getestet. Zunächst haben wir einen Stator aus Polyamid PA6 getestet. Damit gab es schon mal weniger Verklemmer, aber immer noch zu viele. Und außerdem stieg der Verschleiß enorm an. Das zeigen die beiden Diagramme auf der rechten Seite, wobei die blaue Linie die Messdaten für den PA6 Stator darstellt. Oben ist die Verschleißmasse über der Betriebsdauer aufgetragen und unten das innere Statorprofil nach Abschluss der Versuche. Hier kennt man deutlich die Furchen in der Oberfläche. Das eindeutig beste Ergebnis haben wir erreicht mit einem Stator aus EPDM, also einem synthetischen Elastomer. Mit diesem Werkstoff haben wir praktisch keinen Verschleiß gemessen und Verklemmer können aufgrund des elastischen Verhaltens nahezu ausgeschlossen werden. Ein großes Thema beim Betondruck ist bekanntlich auch die Frage der Fließfähigkeit des Materials. Wir wollten wissen, inwieweit die Fließfähigkeit durch eine Vibrationsanregung am Druckkopf verbessert werden kann. Daher haben wir einen Außenrüttler am Speicherbehälter des Druckkopfes platziert, Frequenz und Unwucht variiert und dabei das Fließmaß gemessen. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass die Fließfähigkeit durch die Vibrationsanregung erheblich verbessert werden kann. Es gibt aber keinen kontinuierlichen Zusammenhang zwischen Vibrationsanregung und Fließfähigkeit, also je mehr, desto besser. Das ist nicht der Fall. Es ist eher so, dass bei Überschreitung einer gewissen Grenze, im Beispiel hier bei etwa 250 Newton Erregerkraft, die Fließfähigkeit sprunghaft ansteigt. Ja, und hier zum Abschluss noch ein Beispiel für die angesprochenen Regelkreise, die wir brauchen, um auf die Schwankungen der Randbedingungen und Eingangsparameter im laufenden Prozess reagieren zu können. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist der Querschnitt der gedruckten Schicht. Abweichungen können viele Ursachen haben, beispielsweise die Inhomogenität der Materialeigenschaften, variable Umgebungsbedingungen oder auch den Verschleißzustand des Extruders. Als Gegenmaßnahme haben wir hier einen Laserprofilscanner am Druckkopf installiert, der den frisch gedruckten Querschnitt in Breite und Höhe vermisst. Im Diagramm ist das der rote und der blaue Verlauf. Und immer dann, wenn der gemessene Querschnitt einbricht, wird die Extruderdrehzahl erhöht. Das ist erkennbar am gelben Verlauf im Diagramm. Und damit wird dann mehr Material ausgebracht, um die Situation zu kompensieren. Und die ersten Versuche haben gezeigt, dass mit dieser Maßnahme der Schichtquerschnitt schon deutlich verbessert werden kann. Soweit mein kurzer Einblick in das Thema Herausforderungen und Lösungsansätze beim monolithischen Beton-3D-Druck. Ich danke für Ihr Interesse.